Alexander Kinyua wurde am 23. Oktober 1990 in Kenia geboren und kam mit seiner Familie als Kind in die USA, wo er Staatsbürger wurde. Er begann ein Studium im Ingenieurswesen auf der Universität, an der sein Vater Professor war. Kinyua verhielt sich zunehmend auffällig, bis er nach einer tätlichen Auseinandersetzung verhaftet wurde. Die Eltern bezahlten eine Kaution. In dieser Zeit lebte auch ein Austauschstudent aus Ghana bei der Familie. Am 25. Mai 2012 meldete Kinyuas Vater den jungen Mann aus Ghana als vermisst. 6 Tage später fand man die zerteilten Überreste des Vermissten teilweise im Keller der Kinyuas. Alexander Kinyua wurde wegen Mordes verhaftet. Auch hieß es, er habe an der Leiche Kannibalismus begangen. Man untersuchte den Beschuldigten und es wurde eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Es kam zu keiner Anklage. Kinyua wurde in eine Anstalt eingewiesen und im Jahr 2013 wurde bekannt gegeben, dass es nicht einmal genügend Beweise gab, um die Vorwürfe des Mordes sowie des Kannibalismus vor Gericht zu verhandeln. Alexander Kinyua verbleibt jedoch in der Anstalt. Er gilt als nicht zurechnungsfähig.